Herr Broder, schön, dass Sie heute Abend da sind. Ich habe es ja gerade eben gesagt, also 3.000 Euro Inflationsprämie für den Bundeskanzler und seine Minister. Allerdings muss man dazu sagen, das Geld war ja ursprünglich dafür gedacht, soziale Härten bei den Bürgern abzufedern. Steht es somit um die Finanzen von Kanzler und Mitarbeitern dermaßen schlecht? Offenbar. Wir wissen ja nicht, wie die ausgestattet sind, weil viele ja auch Nebeneinnahmen haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, bekommt der Kanzler ungefähr 22.000 Euro im Monat und die Minister um die 17.000. Und nüchtern betrachtet muss man sagen, das ist viel Geld, aber es ist nicht zu viel. Die Frage ist nur, welchen Lebensaufwand sie betreiben. Und ich stand neulich, wissen Sie, an einer der Tafeln, um meinen Lachs- und Kaviarvorrat aufzufrischen. Und es kam mir vor, als hätte ich eine Ministerin neben mir stehen sehen. Aber ich kann mich getäuscht haben. Nein, es ist wirklich die Frage, wo Sie das Minimum ansetzen. Wissen Sie, es gibt Leute, die brauchen eben exklusive, teure Sachen, während ich mit dem Aldi-Angebot sehr zufrieden bin. So schlecht ist das manchmal auch gar nicht. Nein, das ist ausgezeichnet. Aber die Idee, dass man die Inflation abfedern will, indem man Leuten, die um die 20.000 im Monat verdienen, 3.000 hinterher schickt, das ist nicht nur das falsche Signal, das ist einfach eine riesige Chuzpe. Mhm. Ich frage mich, ob die überhaupt noch dazu kommen, bei der vielen Arbeit, die sie haben, das Geld auszugeben. Es sei denn, sie spenden es vielleicht auf einen Schlag. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ansonsten geben es vielleicht die Kinder aus, wer weiß. Aber wir wollen das jetzt doch noch mal die Uhr ein bisschen zurückdrehen. Denn man muss ja auch sagen, große Industriekapitäne oder Vorstände von Banken, auch von Sparkassen, die verdienen ja oftmals deutlich mehr als der Bundeskanzler. Ein Vielfaches ist es manchmal, da sind es Millionenbeträge. Muss man da jetzt nicht fairerweise dazu sagen, dass die Leute, die uns regieren, auch angemessen bezahlt werden wollen, damit die nicht alle in die Wirtschaft abwandern? Nein, wissen Sie, die werden ja angemessen bezahlt. Und das Argument, wir müssen sie gut bezahlen, sonst wandern sie die Wirtschaft ab, das glaube ich nicht. Erstens wären sie schon längst abgewandert. Zweitens glaube ich, dass sie, um Politiker zu sein, zumindest erfolgreich, eine bestimmte Disposition brauchen. Und die Disposition eines Politikers ist eine andere als die eines Wirtschaftsführers. Ein Wirtschaftsführer kann heute eine Autofabrik managen und morgen eine Schrottwaren-Großhandlung. Und ich glaube, das kann ein Politiker nicht. Wenn er ein Guter ist, dann braucht er eine Hingabe, er braucht einen Ehrgeiz. Und es muss auch eine andere Freude an der Arbeit haben. Ich finde, Olaf Scholz macht das ganz prima. Der wird ja immer verlacht. Aber ich sehe es seinem Gesicht an, dass es ihm große Freude macht. Und das finde ich richtig so. Bei Frau Merkel war alles zu viel und es war ja alles lästig. Sie wollte nur noch in die Uckermark. Aber Herr Scholz vergisst auch mal das ein oder andere und kann an eine Ausschusssitzung kann er sich richtig nicht mehr daran erinnern, was er da mal ursprünglich gesagt hat. Kommen wir noch mal zu dem Punkt, was wäre denn letzten Endes eine faire Bezahlung für unsere Politiker? Sollte man sie vielleicht so auf Provisionsbasis nach Art des Erfolges ihrer Politik bezahlen? Da würden jetzt ja einige Minister wahrscheinlich leer ausgehen. Nein, sie würden, da wäre kein Cash mehr auf dem Konto. Die müssten vielleicht sogar Geld mitbringen. Genau, sie würden nicht leer ausgehen. Sie würden im Armenhaus landen, wirklich. Und sie würden sich freuen, wenn sie an der Tafel was bekämen. Nein, die Bezahlung ist adäquat. Ich finde sogar, dass sie viel zu hoch ist. Saskia Esken, eines meiner Lieblingsbeispiele, hat eine Bruttoeinnahme von ungefähr 25.000 Euro im Monat, weil noch 9.000 dabei sind, weil sie das schwere Schicksal auf ihre Schultern genommen hat, die SPD zu führen. Ich meine, das ist ein Job, den kann man mit Geld gar nicht entgelten. Ja, aber der tollste Job außer Papst, hat mal einer gesagt, der SPD-Chefs. Ja. Müntefering war das, glaube ich. Der zweitbeste nach Jesus, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und wissen Sie, das ist ja angemessen. Und wenn es nicht angemessen ist, es wird ja niemand gezwungen, Politiker zu werden. Dazu gehört eine gewisse Irrationalität, wie man Schauspieler oder Journalist oder Straßenmusiker werden muss. Nein, es wird schon ordentlich bezahlt, nur dass die Politiker sich mit einer solchen Schamlosigkeit selbst bedienen, das stößt Leuten völlig zu Recht auf. Ich meine normalen Leuten. Und wenn dann die große Klage einsetzt, dass wir eine Politikverdrossenheit erleben, das ist alles Unsinn. Wir haben eine Politikerverdrossenheit und keine Politikverdrossenheit. Also ich würde einfach in der Tat, was Sie gerade angelegt haben, schon befürworten, dass man ein Leistungssystem einführt. Und bei den Einnahmen, wir haben das vollkommen vergessen, ich habe es mir extra notiert, haben wir noch das Dienstauto vergessen, das Diensttelefon und die Bahncard. Also es gibt ganz viele Naturalien, die Politiker abbekommen, die wir damit berechnen müssen. Und wenn ein Politiker im Monat das Achtfache dessen verdient, was ein Facharbeiter verdient, dann kann er sich über eine schlechte Behandlung nicht beklagen.
Deutliche Worte von Weltkolumnist Henrik M. Broder. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen.